Herzlich willkommen bei Folge 167 von Verstrickt und Zugenäht. Ich bin die Elli und zeige euch, was ich die letzte Woche über so genäht habe. Genäht? Nee, ich habe nicht genäht, gestrickt habe. Ich habe nichts Genähtes diese Woche zu zeigen, aber ich habe Nähpläne und die, von denen erzähle ich euch später. Ja, der Wool & Honey ist fertig. Gestrickt, Fäden vernäht und auch schon mal gewaschen. Und ich bin total happy mit dem Ding. Ich glaube, letzte Woche, ich habe die Marker raus, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war irgendwo hier am Körper. Ich habe den fertig. Er hat kurze Ärmelchen. Und ich finde jetzt, man sieht es auch gar nicht so deutlich. Also hier in der Kamera finde ich sogar ein bisschen deutlicher oder intensiver als im echten Leben, wenn ich mir so anschaue. Hier ist der Übergang, wo ich dann glatt rechts oder glatt links, besser gesagt, gestrickt habe. Das ist eine Anleitung von Andrea Mauri. Ich ziehe meine Pipi aus, dann kann ich es besser zeigen. So, mag ich richtig nackig, Pipi. So. Ich zeige jetzt zum Ganzen. Der Wool & Honey ist eine Kauf... Ich sagte, ich habe alle Fäden vernäht und schon wieder kommt ein Faden raus. Der obligatorische Elli-Faden. Ich vergesse doch an jedem Strickstück mindestens einen Faden, den ich nicht vernähe. Also das ist jetzt, das zieht sich durch. Also ich habe bei meinem Elton einen Faden gefunden. Ich habe am Flea Cardigan oder wie der heißt, einen Faden habe ich gefunden. Also ich habe irgendwie gefühlt an jedem Strickstück irgendwann dann doch einen Faden, den ich nicht vernäht habe. Nur bei Tüchern passiert mir das weniger, aber bei Kleidungsstücken passiert mir das echt oft. Kommt denn der her? Da innen drin. Keine Ahnung. Ach, da habe ich den Faden. Egal. Vom Faden. Farbwechsel. Knollwechsel. Das sind sogar zwei. Also ein Anfang und ein Ende vom anderen Knoll. Zieht sich doch wie ein roter Faden, oder? Mein nicht vernähter Faden. Den lasse ich jetzt auch extra raushängen, dass ich dann nachher dran denke, den zu vernähen. Weil ich bin normalerweise so das Talent, ich schiebe den dann rein und ignoriere den. Und denke mir dann jedes Mal, wenn ich das Ding anziehe, oh, da war es noch ein Faden. Naja. Also, mein Wool & Honey ist fertig und den habe ich gestrickt aus Madeline Tosh DK. Das ist das Label dazu, die DK Twist. Das ist eine 100% Superwash Merino Wolle in der Farbe Brick Dust. Da habe ich vier Stränge vor sehr vielen Jahren in einem D-Stash bei Ravelry gekauft, relativ günstig. Und zwar, ich meine, das war sogar die Ushikita, die die verkauft hat. Die Handfärberin, ich glaube, bei ihr habe ich das mal gekauft. Und sie schrieb damals, dass es eben eine besondere Färbung ist. Also das war irgendwie, das gab es nicht immer oder das gibt es nicht regulär, glaube ich, von Madeline Tosh. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich meine, da war irgendwas. Und normalerweise wird der Pulli mit Fingering Garn gestrickt, also mit halb so dickem Garn. Und mein Garn war doppelt so dick und ich habe jetzt einfach mal so drauf losgestrickt in der Größe XS. Eben, weil Wolle dicker und somit mit weniger Maschen mehr Material. Deswegen habe ich die kleinste Größe gestrickt und ich bin super zufrieden mit der Passform. Es ist genauso, wie ich es wollte. Ich habe auch, wie in der Anleitung stand, hier oben diesen Tubular Cast-On gemacht. Dieser runde Anschlag. Das ist praktisch der Anfang, wie auch der Tubular Bind-Off. Das sieht dann beides gleich aus. Egal ob Anschlag oder Anfang. Ist wirklich wunderschön, macht sich das. Und das sieht einfach so sauber aus. Das macht so einen perfekten Abschluss. Ich habe nur hier vorne, genau in der Mitte vorne, irgendwas falsch gemacht. Aber, mein Gott, das ist Handarbeit. Das gehört so. Perfekt ist, perfekt wäre nicht schön. Das muss gehört so. Mein Design-Feature. Ich habe den mit kurzen Ärmeln gemacht, eben weil ich zuerst mal alles in den Körper stricken wollte, weil ich den nicht zu kurz haben wollte. Und da ist alles drin. Ich habe noch 50 Gramm übrig. Das habe ich noch. Ich habe noch überlegt, ob ich ja hier den Rest hier an die Ärmel noch dran stricke. Aber hier an den Ärmeln müsste ich auf jeden Fall das auch krausrecht stricken. Laut Anleitung wird nämlich der ganze Körper nicht doch krausrechts. Doch, krausrechts. Also, in Runden heißt das eine Runde rechts, eine Runde links, eine Runde rechts, eine Runde links, damit es eben diese krausrechte Optik gibt, dass es innen wie außen gleich ausschaut
Aber das frisst erstens mal Wolle wie verrückt. Das wird sehr dick, sehr warm. Und man braucht eben das Hauptmal, was mir am meisten daran stört, ist, dass es eben so viel Wolle braucht. Und wenn ich dann 25 Gramm in dieses Ärmelchen und in dieses Ärmelchen stricke, dann kriege ich einen Gewinn von so viel. Ungefähr. Vielleicht, ja, höchstens. Weil ich nämlich für dieses Stückchen Ärmel schon 20 Gramm verbraucht habe. Somit wäre der Ärmel nicht wesentlich länger. Also das wäre jetzt, was ich jetzt so akzeptieren würde, wären eben 3/4 Ärmel, die so ein bisschen über den Ellbogen gehen. Soweit wird es nicht reichen. Dann möchte ich es lieber so wie jetzt mit kurzen Ärmelchen, dass ich es drunter eben eine Bluse tragen kann oder ein Langarm-Shirt oder eventuell mal ganz kurzärmelig, wie ich möchte. Und was ich eben auch in der Anleitung verändert habe oder laut Anleitung nicht gemacht habe, ich habe eben ab hier eben glatt rechts gestrickt. Man sieht es besonders gut, wenn ich von innen zeige. Hier sieht man es, hier ist es noch kraus rechts und hier habe ich dann einfach nur glatt rechts weiter gestrickt, aber halt in der Innenseite, so dass mich das anschaut und dass die Rückseite dann sozusagen war. Ja, mein Wool & Honey. Ich bin total happy mit dem Ding und ich bin echt froh, dass ich mich dazu entschieden habe, das hier nochmal aufzumachen. Da hat mich eine Zuschauerin da den Denkanstoß gegeben und mir gefällt es so wesentlich besser, als wenn das jetzt hier so ausschauen würde, wie sie in, wo man dann doch diesen ganz klaren Bruch sieht. Auch unten habe ich wieder den Tubular Bind-Off gemacht. Also der echte italienische Abketten, Abnähen ist es, glaube ich, nicht, weil man beim italienischen Abnähen noch mehr so Zwischenrunden macht. Ich glaube, bis zu 6. Bei mir waren es ja nur 2. Aber das finde ich so schön und es macht einfach so einen schönen Abschluss. Ich möchte gerade nur noch so abketten, wenn es, also gerade bei Kleidungsstücken finde ich das so passend, weil das so, ja, so einen perfekten Look hat und das so nach gekauft auch ausschaut und gefällt mir einfach gerade momentan gut. Kann auch sein, dass sich das irgendwann wieder ändert. Es ist aber gerade so ein Tick von mir, dass ich mir da die Mühe mache. Ja, zum Tubular Bind-Off und habe ich schon überlegt, ob ich ein Video mache. Ich habe jetzt genügend gesehen, dass es ziemlich einige doch auf YouTube gibt. Ob da noch eins von mir noch notwendig ist, ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Also kann mal gucken, ob ich noch eins verlinken kann, wo ich finde, wo das gut erklärt wird. Ansonsten, wenn man da googelt, findet ihr bestimmt ganz tolle Lösungen. Ja, mein Wool & Honey, ich bin happy. Und was auch wichtig ist, erstens mal, dadurch, dass ich es unten dann glatt rechts gestrickt habe, das Ding ist dann nicht ganz so schwer, weil das Kraus rechts durch das viele Material, weil das echt schwer gewesen. Der ist fertig. Genau. Und was man auch sieht, das hätte ich machen können jetzt. Auf der Rückseite, hier ist der Rundenanfang, da zieht sich da so eine Linie wie eine Naht durch, was ich richtig, richtig schön finde. Und ab hier habe ich ja einen Runden gestrickt. Bis dahin war es ja auch Runden, aber man hat ja hier immer diesen Wechsel. Man strickt eine Runde rechte Maschen, eine Runde linke Maschen immer. Und man, obwohl ich da einfach nur drüber gestrickt habe, sieht man hier das wie so eine Naht. Das ist eigentlich ganz schön. Hat irgendjemand von euch einen Tipp, wie man das vermeiden könnte, wenn man das nicht haben wollen würde? Weil eigentlich wäre es jetzt schön gewesen, wenn ich das hier fortgeführt hätte, gell, am Rücken. Somit geht es die Naht nur bis da, wo ich dann wechsle, auf glatt rechts. Man sieht die wirklich, ja, durchgehend. Also wer weiß, wie man das vermeiden kann, wenn man in Runden kraus rechts strickt und man diese Naht nicht haben möchte, bitte, der oder diejenige möge sich bitte bei mir melden. Ja, ein fertiges Objekt. Und dann habe ich noch ein zweites angefangenes Projekt euch letzte Woche gezeigt. Das war die Socke hier. Die Socke Strick 6 in 2019, die Aktion von der Jenny vom Wolligen Geplauder. Das war meine Nummer 5. Das war der Knäuel von Schachenmeier Regia, Arne und Carlos Design. Und da war ich letzte Woche bei der ersten Socke hier. Also Socke Nummer 1 ist fertig und Socke Nummer 2 ist fast auch fertig, aber nur fast. Ja, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich dachte noch, ach, schaffe ich es noch, nadel ich das jetzt noch schnell fertig. Und dann dachte ich, schaffe ich es nicht mit dem Video aufnehmen. Heute wird es mir dann zu knapp, weil ich nachher noch Termine habe. Es fehlt nur noch ein bisschen. Dann kriegt ihr die nächste Woche nochmal zu sehen. Meine klassische Stino-Socke
wie ich sie immer stricke, mit zwei rechts verschränkt, zwei links, glatt rechter Schaft, dann die Herzchenferse hier mit verstärkter Fersenwand und glatt rechts nach vorne und die Bandspitze. Und das wären eben Geschenkesocken. Ich war wieder ganz pingelig, wie immer, dass ich das beide gleich haben wollte. Und wenn man hier das anschaut, ich habe hier ganz knapp an der Spitze, also hier wäre der Anfang für die zweite Socke gewesen, theoretisch, wenn ich die kleiner gestrickt hätte. Aber die braucht diese Größe, das ist eine 36-37. Also musste ich so viel abwickeln, also wirklich so fast den ganzen langen Farbverlauf, bis es wieder da ankam. Aber das war es mir einfach wert, weil die will ich verschenken. Und da möchte ich, da müssen die für mich, wenn es um Verschenken, damit ich die gern verschenke, müssen die einfach gleich sein. Und so viel habe ich noch übrig. Also wenn man das dann kombiniert mit einem anderen Garn für Bündchen, Spitze und Ferse, reicht das dann locker noch für, würde es für ein zweites Paar Socken reichen. Oder es kommt in die Restedecke. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Aber da fehlt, wie gesagt, nicht mehr viel. Die stricke ich noch. Wahrscheinlich nachher, während das Video hochlädt, noch schnell fertig die Spitze und zeige es euch nächste Woche einfach nochmal. Ja, genau. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gestrickt an meinem Teststrick von Melanie Mielinger. Und zwar wird das mein Pulli aus dem Wollmeise Lace. Aus ist die Farbe Seamus. Das ist Wollmeise Lace. Die Farbe heißt Seamus. Und da bin ich so ein Stück weiter gekommen. Nicht besonders viel. Na, hier sieht man es besser. Ein paar Zentimeter. Ja, vielleicht so 5 Zentimeter. Zu mehr hat es nicht gereicht. Ach, da ist jetzt irgendwie so der Kick weg. Das ist jetzt fast nur noch glatt rechts mit ein bisschen Lace hier vorne und Lace hier hinten. Das Lace-Muster ist das, was mich noch irgendwie dran hält, weil das noch ein bisschen für Abwechslung immer sorgt. Aber dadurch ist es auch kein Mitnahmeprojekt. Ich kann das Lace-Muster nicht auswendig. Es geht zwar, ist ja doch über 20 Reihen, Runden. Das geht aber nicht in mein Gehirn rein, weil das, ich weiß es nicht, warum. Es ist eigentlich nicht schwer, aber ich kann es nicht auswendig. Nein, ich habe auch immer schön am Anfang meinen Rundenzähler dran, wo der mir dann sagt, in welcher Runde ich bin. Genau, Runde 10 Grad vom Lace. Geht aber nicht rein. Egal. Deswegen ist es kein Mitnahmeprojekt, deswegen stricke ich da nur abends oder so dran. Und dann hole ich mir dann doch manchmal lieber was anderes noch raus, an dem ich weiter stricke. Wie zum Beispiel mein neues Projekt. Ich habe euch letzte Woche berichtet, dass ich in Markt Redwitz in dem schönen Wollädchen dort die Schachenmeier Regio Premium Jack mir gekauft habe, die ich da entdeckt habe. Zusammen mit der Jenny, eine liebe Zuschauerin, haben wir uns zwei Knäuel davon gekauft. Sie hat einen wunderschönen Bärenton gekauft und ich in dem Pistaziengrün, oder? Ich sag mal Pistazie, oder was? Und ich habe den Akemi angefangen. Akemi ist ein Tuch von Isabel Krämer und soweit bin ich bisher. Es ist jetzt noch nicht viel passiert. Man macht hier immer wieder ein glatt rechts Gestricke. Dazwischen kommt immer hier eine Kraus-Rechts-Rippe. Und das muss man wiederholen. Eine bestimmte Anzahl. Ich glaube, noch zwei Wiederholungen fehlen mir noch von dem Rapport. Dann wird es ein bisschen spannender. Dann kommt das Glockenblumenmuster, nennt sie es, glaube ich. Also, aber es ist ein wunderschönes Projekt, finde ich. Es macht so Spaß, weil es einfach auch sehr mindless ist momentan. Also das hat man dann gleich drauf, wie man strickt. Und die Wolle ist toll. Ich finde die so schön zum Verarbeiten. Da ist ein Fussel. Das ist eben diese Jackwolle und die ist, hier sieht man es so schön, die hat nämlich immer so ein bisschen dickere Flusen drin. Also das ist nicht ganz tweedig, aber es kommen immer wieder so ein bisschen dickere braune Flusen, die im Garn drin sind. Man sieht es auch hier im Knäuel immer mal wieder, kommt so. Und das macht es auch einfach sehr, sehr lebendig, finde ich, beim Stricken und das auch zum Anschauen, weil es einfach nicht ganz so allglatt ist einfach. Aber es ist unheimlich weich und kuschelig, aber es ist wunderschön zum Anschauen. Und es macht so ein schönes Strickbild. Ich habe den noch nicht gespannt oder nicht irgendwie mal angefeuchtet oder so. Die Wolle, die macht ein wunderschönes Strickbild. Es ist unheimlich weich und zart und angenehm. Ja, wer jetzt mega empfindlich ist, der merkt das vielleicht schon. Ja,
Also für absolute Mimöschen ist es vielleicht nichts, aber ich finde es deutlich weicher als herkömmliche Sockenwolle durch diesen Jackanteil da drin. Und ja, macht einfach richtig Spaß. Der Akemi, den stricke ich auf 3,5 Nadeln. Ich versuche locker zu stricken. Man könnte die Wolle verträgt, würde sogar noch dickere Nadeln vertragen. Aber wenn ich sonst 3,5 für normale Sockenwolle verwende, dann wäre es mir zu, ist es mir zu löchrig. Aber hier für die, diese Jackwolle, die verträgt das gut, weil die ist nicht so, also die hat zwar 400 Meter Lauflänge, aber sie wirkt einfach fluffiger und beim Verarbeiten, wenn man das mal so nebeneinander hält, sieht man einen Unterschied ein bisschen. Na, die hat einfach so einen Fluff drin. Das ist einfach, ups, Entschuldigung. Ja, eben zwei Knäuel habe ich dafür, die da rein sollen in den Akemi von Isabel Krämer, auch eine Kaufanleitung. Die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Das ist wieder ein, muss ich gleich wieder ausholen, ein Tipp, weil ich immer wieder gefragt werde, ob jemand am aktuellen Kunkelkarl teilnehmen kann, der noch nie eine englische Anleitung gestrickt hat. Und ich sage, finde ich jetzt nicht optimal, sich gleich an einem Kunkelkarl zu melden, der jemand, der mit Englisch auf Kriegsfuß steht und noch nie eine englische Anleitung gestrickt hat, weil die Anleitung für den Kunkelkarl, das ist ja der Stripes Gone Crazy von Alpha Knits oder Atelier Alpha, ist ja doch mehr auch mit verkürzten Reihen und da gibt es doch viel zu manche Farbwechsel. Wir helfen uns gegenseitig in der Gruppe und jemand, der ein bisschen, also der schon mal mit englischen Anleitungen gearbeitet hat, für den, der schafft das auch in der Gruppe. Aber jemand, der absolut noch nie eine englische Anleitung in der Hand hatte, noch nie eine englische Anleitung gestrickt hat, für solchen empfehle ich, sucht euch eine Anleitung aus, wo es eine deutsche und eine englische Version gibt und versucht es, da die englische zu, nach der englischen zu stricken. Versucht diese Strickbegriffe im Google Translator einzugeben oder sucht, es gibt auch so ganz tolle Seite, die verlinke ich euch, auch wenn ich dran denke, mit englischen Strickbegriffen, wo die ganz umfangreich sehr viele englische Strickbegriffe draufstehen und man weiß, was die heißen. Und dann geht es ja oft bloß um die Füllwörter, da hilft dann Google Translator beim Übersetzen und dann schafft ihr das. Die Kirstin von Quickstrick hat dazu ein ganz tolles Video mal gemacht, wo sie das auch so toll erklärt, wie man eben anhand vom Tenja Top war das, vom Tenja, wie man da rangeht an die englische Anleitung und wie man sich die übersetzt. Dann schaut bei der Kirstin von Quickstrick mal rein. Sie erklärt das eben so schön. Ich weiß nur nicht, welche Folge das von ihr ist, aber da müsst ihr ein bisschen durchschauen. Ich glaube, im Titel steht es drin bei ihr, in welcher Folge sie das so toll erklärt. Eben, jemand, der zum ersten Mal sich an die englische Anleitung wagen möchte, nimmt was, wo es auch eine deutsche Version gibt, dann habt ihr das immer noch als Backup. Und dann sich so rantasten. Und dann gewinnt man mit der Zeit Sicherheit und dann auch ruhig mit was Einfachem anfangen. Gerade auch viele Martina Behm-Anleitungen gibt es, also die gibt es alle auf Deutsch und Englisch und die sind die alle meistens sehr gut geschrieben und auch, finde ich, für Strickanfänger absolut tauglich. Ich habe früher auch so viele Anleitungen von Martina Behm immer rauf und runter gestrickt und mich da rangetastet. Und ja, irgendwann fängt man dann an, dass einem die deutsche Übersetzung dann fast schon dann zu kompliziert erscheint, dass die englische einfach und deutlicher erklärt und schneller zum Punkt kommt. So. Was wollte ich sagen eigentlich? Das war doch, ja, ich muss gerade überlegen, wo habe ich schon wieder ausgeholt. Ja, was ich noch sagen wollte, die Anleitung für den Pulli von Melnitz, was ich hier bei mir ein Teststrick war, gibt es jetzt auf Ravelry. Ich weiß nur den Namen nicht. Werde ich auch unten verlinken. Und seht es mir nach, falls ich es nicht gleich verlinkt habe, erinnert mich gern dran, schreibt mir ruhig einen Kommentar, falls ich was vergessen habe. Ich rede heute schon wieder so viel, was ich verlinken will, ich müsste mir es jetzt gerade notieren, aber ich habe jetzt keinen Stift da. Egal. Eins nach dem anderen. Genau, das sind die Sachen, was aktuell auf meinen Nadeln ist. Ich habe was in Planung. Wenn die Socken fertig sind, werde ich was Neues anschlagen. Und zwar wieder ein neuer Teststrick von Melanie Mehlinger von Melnitz. Und ich habe euch schon mal die Wolle gezeigt. Und zwar ist das hier, dieses wunderschöne Grau. Das hat die Brigitte von der Kunkelstube für mich gefärbt. Da habe ich 7 oder 8 Stränge, ich weiß gar nicht mehr.
Sie hat mir das so schön gefärbt. Und das sollte eigentlich sowas wie der All of the Lights werden. Das war so der ursprüngliche Plan. Und dann war ich im Sommer ja bei der Melanie zu Besuch mal. Und dann hat sie mir so ein paar gestrickte Sachen gezeigt, was alles bei ihr in der Pipeline ist, was alles noch in den nächsten Wochen so kommen soll und was sie für den Herbst geplant hat zu veröffentlichen. Und hat aber gesagt, oh, ich bräuchte auch eine Teststricke. Und da war unter anderem eine wunderschöne Strickjacke dabei, die auch ähnlich wie der All of the Lights so einen langen Strickmantel ist. Der hat aber, glaube ich, keine Zöpfe, sondern Lace. Also das ähnelt sehr auch dem Adventurous von der Konstruktion, vom Aufbau her. Der Adventurous von Jorge Locatelli hat ja hier diese Zopfborte und Zopfkragen. Und eben bei der Melanie Mielinger hat das ein wunderschönes Lace-Muster, also ein Lochmuster. Und da hat sie mir gestern die Anleitung zugeschickt zum Testen. Da werde ich da mal anschlagen und anfangen. Und die Anleitung wird My Angel heißen, die Strickjacke. Gibt es eben noch nicht. Ich habe erstmal, werden wir mal zusammen da ein bisschen tüfteln, ob es noch was zum Verbessern gibt in der Verständlichkeit und Deutlichkeit. Ja, genau. Das sind meine Pläne. Und ich habe Nähpläne. Habe ich am Anfang schon erzählt. Ich habe einen Plan, und zwar gibt es von Fräuleins. Fräuleins ist eine Schnittmusterdesignerin. Ich schaue gerade nur zur Seite, um zu gucken. Ich glaube, da habe ich das kleine Blöckle. Ja, genau, wie es heißt, genau. So schaut das nämlich aus, Fräuleins. Von ihr, das ist so ihr Logo, ihr findet sie auf Instagram auch. Und sie macht wunderschöne Schnitte. Von ihr habe ich nämlich schon den Rock Lisbetta gemacht. Das ist, den habe ich jetzt sogar schon dreimal gemacht, den Lisbetta. Für mich zwei, ein. Auf jeden Fall, wunderschöne diesen Trachtenrock mit den Knöpfen an der Seite. Ist von Fräuleins. Und sie hat auch wunderschöne Jacken. Da gibt es eben die Jacke Eliza oder Elisa mit Z geschrieben. Und das ist eine aus, kann man entweder aus Softshell mit Reißverschluss nähen oder aus so einem Walkstoff. Dann kann die auch ein bisschen trachtig angehaucht sein. Also je nachdem, wie man sie verarbeitet, kann die auch sehr sportlich. Da gibt es auch eine lange Version als Mantel, die dann bis zu die Knie, so mit die Oberschenkel etwa geht. Kann man hinten mit Riegel machen, kann man mit Taschen, mit Patches an den Ellbogen. Also gibt es ganz viele Varianten von der Jacke Eliza. Und da startet ein Sewalong. Also das ist das Pendant zum Knitalong. Also der Knitalong heißt ja, wir stricken was gemeinsam. Und der Sewalong heißt, wir nähen was gemeinsam. Und der fängt Anfang Oktober an. Das ist da irgendwann im Oktober. Nicht mehr lange. Stoff ist bestellt, der ist unterwegs und da werde ich dann an dem Sewalong mitnehmen machen. Das findet auf Facebook statt und auf Instagram gibt es auch einen Hashtag dazu. Weiß nicht mehr, wie der heißt. Werde ich euch dann erzählen, wenn es soweit ist. Aber wenn ihr auf Instagram bei Fräuleins guckt oder bei Peppelinchen, sie hat nämlich Stoffpakete dazu gemacht für die Jacke mit diesem Balkloden. Da findet ihr Infos, aber hauptsächlich bei Fräuleins und auf Facebook ist sie eben auch und da findet dann der Sewalong statt. Falls jemand von euch noch spontan einsteigen möchte, ich mache auch mit und werde dann nähen. Ja, da ist wieder was Genähtes von mir. Ich bin jetzt so richtig heiß auf Nähen mal wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist immer so, dass es so phasenweise bei mir kommt. Ich habe zwar schon ganz lang was, also ich hätte gern für den Sommer mir noch dieses Kleid genäht aus meinem gestreiften Jersey. Ich habe Stoff dafür, einen Hoodie, den ich mir nähen möchte, aber es, ja, momentan habe ich auch nicht die Ruhe gerade. Aber es ist gerade einfach zu viel los. Hier Arbeit, hier Eishockey, hier der normale Wahnsinn. Und jetzt im Herbst geht dann die Gartenarbeit wieder, nimmt wieder extrem Fahrt auf. Da muss auch noch einiges gemacht werden, wenn es jetzt dann langsam kühler wird und die ersten Sachen dann zum Abschneiden, Zurückschneiden sind. Ja, Laubbrechen wird bald anfangen. So ist es. Genau. Apropos Knitalong und Sewalong. Ich habe es vorhin schon angeschnitten, eben den aktuellen Kunkelkahl. Das ist eben der Stripes Gone Crazy von Alpha Knits. Wer da noch Fragen hat oder noch einsteigen möchte, alles ist noch möglich. Auf der Homepage von der Schwäbischen Kunkelstube hat die Anja alles ganz toll aufgelistet. Ihr könnt auch, wer möchte, in die WhatsApp-Gruppe kommen. Auf der Homepage-Seite, auf der Homepage der Kunkelstube findet ihr alle Infos zum Kunkelkahl. Der Kunkelkahl, nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, ist ein Knitalong. Also man strickt gemeinsam dieses Projekt.
aber in Abschnitten. Immer von Samstag, einem Samstag bis zum nächsten Samstag hat man eine Woche Zeit, einen bestimmten Abschnitt zu stricken und dann legt man es beiseite. Dann ist wieder Pause, dann kann man wieder an anderen Sachen stricken. Dann am nächsten Samstag wird der nächste Stück. Also es wird immer genau hingeschrieben, wie weit man stricken darf und da ist dann Pause immer. Und da der Sinn und Zweck ist eben, dass alle gemeinsam fertig werden. Ist so der Wunschgedanke, dass kein UFO produziert wird und es sind Abschnitte, die machbar sind, in einer Woche zu stricken. Also wer jetzt am Samstag, Sonntag auch wirklich sich so richtig Zeit nimmt, kann das auch an einem ein, zwei Abenden auch locker schaffen, diesen Abschnitt. Also so ist das eigentlich schon geplant und gewählt, dass man das innerhalb auch, wer weniger Strickzeit hat, das innerhalb von einer Woche hinkriegt. Genau. Ich habe schon Wolle im Kopf, aber noch nicht hergelegt für euch zum Zeigen. Ich zeige es euch nächste Woche. Starten tut er am 5. Oktober. Müsste Samstag sein. 5.10. startet der Kumpel Kai. Und die WhatsApp-Gruppe gibt es eben schon. Und das war alles Wollige. Ne, ein wolliges Ding habe ich noch zu zeigen. Und zwar, ich habe euch ja erzählt, oder wer die Kerstin Fililou strickt, schaut, der hat es ja schon gesehen, dass sie für mich wunderschöne Stränge gefärbt hat. Und die zeige ich euch jetzt auch noch. Und zwar könnt ihr euch erinnern, ich habe im Sommer mal, ich habe ja die Solarfärbungen gemacht mal und dann habe ich mal gedacht, ich will auch mit Pflanzen färben und habe mit Avocadoschalen versucht zu färben. Mit Avocadoschale und Avocadokern. Ich hatte bestimmt 20 von 20 Avocados Schale, Schalen, Kern, alles und das aufgekocht, einen Mod-Sud gemacht und habe da Wolle reingelegt und die Farbe nach sah eher nach Fleischwurst aus. Ja, Fleischwurst, das trifft es absolut. So ein ganz fades Rosé. Nicht mal Rosé, es war wirklich, nee, es war nicht mal Rosé. Und das war eigentlich mein Wunsch, dass es so ein Altrosa wird, aber habe ich mir überlegt, ob ich nochmal anfangen, Avocado zu sammeln und die ganze Nachbarschaft alle Schalu zu machen und dass mir alle Avocados bringen. Und, ach nee. Die Kerstin, ich habe für sie ja was genäht und hat gefragt, sie mich gefragt, was ich dafür möchte. Und dann kam mir so, mach mal aus meiner Fleischwurst was Schönes. Und sie hat so was Schönes draus gefärbt. Ich zeig's euch. Und zwar diese vier schönen Stränge hier. Ja, genau. So sieht. Oh ja. Je nachdem, wie man sie hält. Also die gehören alle zusammen, aber das kommt je nach drauf an, eben wie die gewickelt sind. Hier scheint jetzt mehr dieses Blau drauf, hier mehr dieses Braun. Aber wenn ich die dann umdrehe, zack, ist der auch braun. Die haben so schöne Farben, richtig tolle Herbsttöne sind da drin. Und was draus wird, weiß ich noch nicht, falls jemand das wissen möchte. Aber da wird was Besonderes Schönes draus. Also irgendein Oberteil möchte ich draus machen, weil eben drum sind es vier Stränge. Und ich habe noch keine Idee. Wer eine Idee hat, was ich daraus stricken könnte, könnte mich gerne damit da inspirieren. Ich bin dazu für alles offen. Das ist vierfach Sockenwolle mit einer Lauflänge von 400, 420 Metern ungefähr. Und ja. Her damit, wer eine Idee hat. Aber es muss irgendwann ein schönes Oberteil werden. Ich bin ganz verliebt in die Farben. Ich kann die ganzen Tag anschauen, weil die nämlich so vielschichtig sind und so viele Nuancen haben. Einfach sehr, sehr schön. Und die werde ich natürlich dann auch ein bisschen faden. Also man sieht ganz klar, das sind zwei Stränge dunkler und zwei sind eher heller. Moment, ich glaube, so rum war es. Dass ich immer einen dunklen und einen hellen wahrscheinlich zusammen abwechselnd verstricken werde in der Helix-Methode. Das heißt, wo man dann nach jeder Runde die Farbe wechselt, wie auch bei den Gum-Gum-Socken, glaube ich, ist es so. Und auch bei dem anderen, ach, auch ein ganz bekanntes Sockenmuster. Also Helix-Methode oder Helical Knitting, wenn ihr eingebt bei YouTube, findet ihr dann die Strickweise. Und die zwei eben, dann werde ich das schön abwechseln, dann sieht man das nicht mehr, weil handgefärbt ist einfach. Kann man nicht identisch zweimal dasselbe färben, ist nicht möglich. Aber das ist das Schöne. Das ist ja der Reiz am handgefärbten Garn, dass es eben nicht alles gleich, tupfengleich ist, sondern dass da diese Lebendigkeit drin ist. Ich finde es auch beim Wool and Honey, finde ich das aus. Sieht man das auch. Der hat oben, ist der auch deutlich dunkler als im unteren Teil. Man sieht wirklich, so hier habe ich den Knäuel gewechselt und hier.
Und hier oben habe ich auch zwei verwendet, da fällt es weniger auf. Aber als ich die vier Stränge vor so einer Hand hatte, mir ist nichts aufgefallen, auch im Knäuel gewickelt. Ich habe nicht gesehen, dass, also auch im Tageslicht, keine Chance, dass die dann doch so unterschiedlich sind. Aber so schaut es so aus, als wäre es so gefadet. Als müsste das so sein. Und das gefällt mir. Ich mag das. Also mir ist es erst nach dem, also beim Stricken, als es eigentlich schon fertig war, erst aufgefallen, dass hier diesen Übergang und dass es hier nochmal einen Übergang gibt. Davor war das nicht sichtbar. Sonst, wenn ich mich das so vorgesehen hätte, ich es vielleicht ein bisschen mehr eingefadet, aber ne, ja, es ist so. Vor allem ist es wirklich der Zufall, so wollte ich, habe ja einfach so blind gegriffen, dass es hier von dunkel nach hell ging. Ja, das ist schön. Das mag ich. Ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche weiß ich auch nicht, ob ich am Montag aufnehmen kann. Es wird nächste Woche ein Video geben, aber ob es das am Sonntag, Montag, Dienstag, ihr seht es dann. Ihr lasst euch einfach überraschen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Herbst. Heute haben wir einen richtig schönen Herbsttag, die Sonne scheint. Ich werde mich nachher noch in den Garten verzupfen, da noch ein bisschen was machen nach meinem Termin. Und wünsche euch eine wunderschöne Woche, strickt schön und bis dann. Tschüss! Mensch, beinahe hätte ich es vergessen, es gibt einen neuen YouTube-Kanal. Mensch, meine wichtigste Rubrik, glaube ich, für viele von euch. Die liebe Asta Zimmermann, also Tanja heißt sie im richtigen Leben, hat auch ein Video aufgenommen. Sie ist unter die Strick-YouTuber gegangen und hat ein Video veröffentlicht. Viele von euch kennen sie als Handfärberin. Sie färbt wunderschöne Garne, hat einen wunderschönen Instagram-Account und ja, schaut mal bei ihr rein in ihr Video. Sie zeigt wunderschöne Projekte. Also, bis dann. Ciao.